So, hallo, guten Morgen. Heute geht es wieder um meine Zähne und zwar um das Thema, was ist für meine Zähne gesund und was ist für meine Zähne ungesund. Du erinnerst dich dran, in der P1 haben wir darüber gesprochen, welches Essen ist gesund und welches Essen ist ungesund und auch welches Getränk ist gesund und welches Getränk ist ungesund. Das Gleiche gibt es auch für unsere Zähne. Manche Sachen sind gesund und gut für unsere Zähne und manche Dinge nicht so gut. Was passiert, wenn du viel Ungesundes für deine Zähne isst? Deine Zähne werden krank und wenn deine Zähne krank sind, dann hast du Karies. Und Karies ist nicht schön. Das tut weh, du musst zum Zahnarzt gehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Dinge essen, die gut für unsere Zähne sind. Für die Aufgabe heute brauchst du zwei Papiere, einen Stift, Buntstifte oder Schere und Kleber. Das musst du entscheiden. Nummer 1. Auf jedes Blatt malst du einen großen Zahn. Wenn du Hilfe brauchst, sagst deiner Schwester, deinem Bruder, deinem Papa oder deiner Mama, sie sollen. Hier habe ich einen Zahn, auch nicht so toll. Und hier habe ich nochmal einen Zahn. Ist ein bisschen windig heute. Ein Zahn ist gesund und der andere Zahn, der bekommt jetzt ein bisschen Karies. Da male ich jetzt lauter schwarze Flecken. Da hat jemand zu viel Ungesundes gegessen für seine Zähne. Das ist ein Zahn, der ist nicht mehr gesund, der hat Karies. Jetzt überlege ich mir, welches Essen oder Trinken ist ungesund für meinen Zahn oder welches Essen und Trinken ist gesund für meinen Zahn. Zum Beispiel habe ich hier eine Tomate. Ist die Tomate gesund für meine Zähne oder ungesund? Gesund. Dann kannst du hier eine Tomate malen. Du kannst auch schreiben. Ich schreibe jetzt mal. Tomate. Ich habe jetzt hier die Tomate. Die ist gesund. Dann, was habe ich sonst noch dabei? Chubi. Was denkst du, ist Chubi gesund oder ungesund? Ungesund. Chubi ist ungesund. Weißt du auch warum? Chubi. Ich male jetzt einfach die Tüte. Ding, ding, ding. Das ist meine Chubi-Tüte. Chubi hat sehr viel Zucker, deshalb ist Chubi ungesund. Es ist lecker, aber ungesund. Dann habe ich hier Joghurt. Das ist Joghurt ohne Zucker, das ist Naturjoghurt. Ist Naturjoghurt gesund oder ungesund? Naturjoghurt ist sehr gesund für die Zähne. Ich male jetzt mal die Flasche. So. Joghurt, das ist das Joghurt ohne Zucker von der Pil, das ist blau. Joghurt ist sehr gesund für die Zähne, weil es keinen Zucker hat und es hat viel Kalzium. Das macht die Zähne stark. Dann habe ich hier noch eine Gurke. Richtig, eine Gurke ist auch gesund. Du malst und schreibst hier Dinge, die gesund sind für deine Zähne und hier Dinge, die ungesund sind für deine Zähne. Du kannst auch, wenn deine Mama oder dein Papa eine Zeitschrift hat mit Essen, kannst du auch in dieser Zeitschrift suchen. Zum Beispiel habe ich ihr Salat, dann kannst du den Salat ausschneiden und kleben. Ja? Du kannst schreiben, malen oder kleben. Deine zwei Papiere, gesund und ungesund.
Schick mir bitte ein Foto. Vielen Dank.